Wenn du hier falsch parken petzt, bekommst du einen Bonus. Die schwedische Stadt Uppsala wäre wohl das Paradies für den Anzeigenhauptmeister Niklas Matej. In der Stadt von rund 180.000 Einwohnern bekommst du nämlich seit kurzem pro richtig gemeldeten Falschparker 100 Kronen. Das sind etwa 8,60 Euro. Das System funktioniert so. Siehst du einen Falschparker, meldest du diesen auf der App Scout Park. Dafür musst du nur den Ort melden und ein Foto hochladen. Ein Parkwächter fährt daraufhin zum gemeldeten Ort und überprüft die Angaben. Für jede korrekte Meldung gibt es 100 Kronen, nicht von der Stadt, sondern von der Firma. Diese verdient pro kassierte Parkstrafe eine Provision, von welcher an den User wieder ein kleiner Teil abgegeben wird. Wieso entwickelt man so eine App? Mein Ehrgeiz war es, den einfachsten Zusatzverdienst der Welt zu schaffen, den jeder jederzeit erledigen kann und sofort Geld bekommt, erklärt Erik Englund, Entwickler von Park Scout. Unbemerktes Falschparken wird damit nahezu unmöglich und das Verpetzen zum lukrativen Geschäft. Wie lukrativ? Nehmen wir an, der Anzeigenhauptmeister würde diese App brauchen. Niklas Matej dürfte im Vorjahr deutschlandweit 4.000 Falschparker gemeldet haben. Somit hätte er beinahe 35.000 Euro verdient. Falschparker verpetzen als Vollzeitjob? Ist das unsere Zukunft? Was denkst du? Schreib's in die Kommentare.